Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem Angezockt, und zwar zu MechWarrior Online. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Gabax. Jo, hallo Leute. Ja, und wir sitzen endlich im Mech. Ja, und mein Part. Und können loslegen. Der erste Part war ja stolzes Herumgefriemel im Menü. Ah, ganz es war kurz ganz schön über... Verbindungskünstlung hier. Künstlung. Das erstmal herauszufinden, wie das. Ja, du musst erstmal herausfinden, wie da alles funktioniert, ne? Irgendwie so, ich laufe jetzt hier einfach mal weg. Ja, man kann definitiv auch Third Person spielen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, welche Taste echt? Das ist. Mhm. Okay. Einfach mal alle Tasten durchdrücken und dann. So, warte mal, wir müssen jetzt erstmal hier vorlaufen, weil. Dadurch, dass wir hier natürlich gerade eine andere Moderation gemacht haben, haben wir den Anschluss verloren zwischen den. Gegnern und uns. Und das sieht irgendwie aus wie so, wie so ein Todesstern. Hier. Genau den Gedanken hatte ich jetzt auch gerade. Guck mal, da hinten ist ein Gegner. Ja. Target acquired. Und feuerfrei. Habe ich getroffen. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ach, warte mal, es gab doch irgendwo einen Zoom, ne? Ja, perfekt. So. Weißt du zufällig, woran man erkennen kann, wo die Schwachstelle von den Dickern ist, oder muss man das wissen? Wirst du ja am Anfang aufgeklärt, ne, darüber. Im Tutorial. Ach, verdammt. Ich bin überhitzt. Ja, wenn man überhitzt, dann passiert sowas Tolles hier. Genau, aber ich schieße irgendwie bunte Lichter. Ja. Das ist wunderschön. Ich schieße Laser. Auch? Oh, ich wurde getroffen. Du rauchst. Ich? Ja. Nö, ich wurde nicht einmal getroffen. Ach, bist du gar nicht. Aua! Jetzt wurde ich auch getroffen. Aua! Ich lauf mal ein Stück zur Seite weg. Weil das scheinen ganz schön fette Mech zu sein, die uns da gerade treffen. Jetzt hat der ganz... Oh, seine Beine sind ein bisschen gedicht. Okay, also Soundkulisse finde ich ganz cool bei dem Spiel, muss ich sagen. Also, oh, Alter, was ist denn hier mit meinem... Achso, ich muss ja F. Lol, was ist das denn da? Wo bist denn du? Ach, das ist ein Kollege. Bin überhitzt, Warte, bist du das? Ja, das bist du. Ich bin direkt vor dir. Ja. Ich muss mal ein bisschen hier zur Seite laufen. So. Merkst du das eigentlich hier, dass dadurch, dass wir im Weltall sind hier, dass der Sound ganz anders ist, dass der dumpf ist? So. Cool, ne? Ja. Ja, ja. Weil, weil im ersten Part kann ich mich noch entsinnen. Da war ich auf einem. Boah, ich musste mal kurz weglaufen hier. Alter. Incoming Missile. Oh. So. Nee, weil beim ersten Part war ich ja auf diesem Dschungelplaneten. Und der war deutlich. Alter von dem. Der hatte deutlich mehr Geräuschkulisse. Bastisch. Ah, ich habe einen Arm verloren. Incoming Missile, Hilfe. Wie kann ich mich reparieren? Scheiße, da kommt... da kommt ein Gegner. Alter, die zerfetzen uns gerade schön. Mir geht's doch gut, ganz gut, muss ich sagen. Mir nicht, ich bin down. Destroy. So, also au, von der Seite. Genau. Time and Battle. Fuck. Genau. Lass mich in Ruhe. Ich habe sogar ein bisschen Schaden gemacht. Nein! Warte mal. Kann es sein, echt, dass unser Team ganz schön auf die Fresse gekriegt hat? So, die steht einfach mit kritischen Schaden einfach rum. Hm. Oh, nicht schlecht. Was haben wir da noch so Schönes? Guckst du gerade zu? Hier einen... Bitte? Guckst du gerade Bekehler aus? Ja, ja. Was ist denn mit dem? Critical Damage. Incoming Missile. Der läuft sonst wo rum und hat eine übelst fette Maschine. Ernsthaft? Es leben nur noch zwei? Tatsächlich. Ja, das, also so schnell kann es gehen, könnt ihr ja sehen. Der mit seiner dicken Gatling-Wumme, der schießt ihn kaputt. Und der letzte steht hier irgendwie kritisch rum. Critical Damage. Das bestimmt mal ganz kurz auf dem Klo. Ja, aber ganz kurz nur. Hey, guck mal, ach, da siehst du sogar, wie viele Leute ihm gerade zugucken. 9 Stück. Mhm. Ja, es gibt auch gerade keinen anderen mehr. Das ist natürlich echt super. Kann halt auch
mal passiert. Und das kenne ich aber von World of Tanks auch. Meine Güte, wie oft ich dieses Spiel erwähne, ne? Ist unglaublich. Aber da, ich glaube, damit kann man es so ein bisschen vergleichen, ne? Weiß ich nicht. Right, World of Tanks, nicht gespielt. So eine Mischung aus World of Tanks und Planet. Ach, der steht hier in irgendeinem Loch. Warning. Ah, nee, was ist denn das hier? Ach, sollen wir das einnehmen oder was? Das kann sein. Wir hatten, glaube ich, Assault. Babam. Ne? Das war ja. Da war was für uns? Verloren. Naja, das ist halt so, ne? Ja. Ich meine, ah, okay. Guck mal, da siehst du auch jetzt, wie viel XP man gewonnen hat. Nicht gerade für 135. Gut, keine Ahnung, wie schnell das ist, wie viel das ist. Okay. Exit Match. Und Exit Match, genau. So. Ja, super. Ganz toll. Super, super. So, Kadettbonus 2. Super. Also, jetzt wird man erstmal hier mit XP und Rängen zugeschüttet. Auch wenn man nichts erreicht hat. Ja, keine das Ahnung. Das ist auf jeden Fall schon mal. Die Karotte wird angereicht. Das ist sehr schön. Die goldene Erdbeere. Himbeere. Genau. Die goldene Erdbeere fürs Rennen. Oh, guck mal, die wollen alle Schnee spielen. Ja, wollte ich gerade sagen, Frozen City. Warum wohl? Weil es da sehr übersichtlich ist, ne? Keine Ahnung, ich war da noch nicht. Ich auch nicht. Oder war ich nicht von so... Doch, ich war ja von so einem Schneelevel, ich blöd. Frozen City, Skirmish. Das ist ja Skirmish ist. Skirmish. Skirmish ist einfach nur Zufall, einfach nur spielen. Hört sich komisch okay. an, ist aber so. Deathmatch meinst du? Ja, ja. Destroy our enemy players on timeout most kills win. Ah, okay. Alles klar. Geht auf Zeit genau. Und meistens. Ah, okay. Okay. Wir ja. sind bei Wix drin. Es ist minus 85 Grad Celsius. Jo, läuft, ne? So können die Waffen wenigstens nicht überhitzen, hoffe ich doch. Ich weiß nicht, hat das darauf Auswirkungen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, warum steht's denn da so sonst? Also, würde Sinn machen, ne? Nein. Genauso wie die Gravity, dass da vielleicht nicht so schnell laufen kann oder halt entsprechend jetzt schneller laufen kann, wäre, keine Ahnung. Kann ich dir echt nicht sagen. Wäre aber eine coole Sache, also ne? Wenn so eine Wettereinflüsse wirklich mal was verändern würden. Ich möchte Alter, man sieht ja sagen, gar nichts. Aber es nebelt ein wenig. Aber richtig krass. Wo bist denn du? Ich bin direkt hinter dir. Lauf dir einfach mal hinterher. Gazelle. Ich denn hier für schöne Waffen Nummer 1 und 2. Ich habe einen Pulslaser. Einmal sowas hier und einmal sowas hier. Das ist ja schön. So. Also ich dachte ja jetzt echt, dass wir hier mehr Sicht haben, ne? Da haben wir ja weniger Sicht als im tiefsten Urwald. Das ist und ja wie könnte man denn jetzt eigentlich Wahnsinn. Zoomen? Du hast doch vorhin gesagt, man kann zoomen. Ja, mit der Zoom-Taste einfach draufdrücken. Dödel, was ist denn die Zoom-Taste? Ja, auf der Maus, einfach die Rollmaus, die Rolltaste. Die Zoom-Taste. Ja, womit du halt scrollst, ne? Was soll man denn anders dazu sagen? Also, es tut mir leid, ich blick so, nicht durch. Die schießen hier wie die Affen, so. Da haben wir schon ein paar Enemies. Hier, Target Required, da schießt drauf, einfach schießen. Ich sehe zwar nix, aber rechts und beim Schießen. Nein. Jetzt aber komm. Feuer. Wieder dieses Geräusch, ey. Ich hab keine Ahnung. Ja, lass mich durch. Hilfe, lass mich durch. Lass mich durch. Geh weg. Geh weg. Nein. Du hast deinen Arm verloren. Nein, irgendwas kaputt. Ich weiß. Wenn ich da direkt im Feld, im Anschießfeld stehe. Anschießfeld? Was? So. Alter, was ist das denn? Komm ich wieder zurück, jetzt habe ich mein Comeback. So. Und auch springen? Nee. Kann ich mich irgendwie reparieren? Ich möchte mich reparieren. Hey, der ist tot. Ach, dieser Alarm ist, wenn einer tot ist. Ah. Den haben wir jetzt gerade gekillt. Aber wir haben bloß einen Kill-Assist. Keine Ahnung, den haben wir uns weggenommen. Ja. Du schießt mir irgendwie immer im Weg rum. Ich weiß auch nicht. Ich? Nein.
Du stehst mir gerade im... Nee, das bist gar nicht du. New target acquired. New target. Kann ich den da treffen? Nee. Komm mir hier auf das Hügelchen. Aua, 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 aua. Oh, Alter, Alter, Alter. Aua, 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 aua. Ach. Ich kann... Bin kaputt. Also ich kann gerade gar nicht mehr so viel schießen, weil mein einer Arm fehlt. Das ist nicht so prickelnd. Ich mach mal den Gabax zu. Wo ist er denn? Wo steht denn der Name? Der steht rechts. Links. Ich krieg auf die Fresse. Ich kann nicht mehr viel schießen. Und da bin ich da. Weil ohne meinen linken Arm hatte ich deutlich weniger Waffen. Logisch, ne? Mhm. Dieser Alarmton bedeutet, dass wir einen abgeschossen haben, oder was? Genau. Ach, guck mal! Der hat irgendwie so ein Thermalsichtzeug, ne? Ja, na eben. Krass. Ja, wir müssen halt erstmal wissen, wo man das hat, ne? Was haben wir dann noch? Alter, nehmen wir noch richtig viele. Und wen gucken wir jetzt gerade zu? Also ich gucke gerade Ikizu zu. Das siehst du da drunter unter Spectating. Der hat bei mir gerade hier. Ach hier. Hm. Der läuft gerade. Ah, jetzt ist er tot. So, jetzt haben wir da noch Muse Hunter. Muse Hunter, guck doch gerade zu. Der hat gerade einen im Blickfeld, aber schießt nicht. Lol, wie die das. Hast du das gesehen, wie er um die rumgelaufen ist und die ihn nicht wahrgenommen haben? Weil er so schnell ist? Uns Flicker zu sein. Scheint aber auch ein Medium zu sein. Was macht der denn? Der kann nicht. LOL. Ja, was ist das denn? Jetpack. Jetzt kriegst du aber ganz schön aus. Oh. Critical Damage. Alter. Ba-boom. Der arme Kerl. Bada-boom. So, was haben wir hier noch? Den. Luke VS. Lock VS. Ja, nee. Ich weiß nicht, was es ist, aber das sah aus wie so ein Wir Heavy. Sind mal wieder gefallen. Okay, aber ich bin Kadettstufe 3. Ich habe schon wieder verloren, aber ich habe trotzdem gewonnen. Also, mein Rang. Das ist ja toll. Also ich fall quasi die Treppe hoch. Also, ne, das ist ja, wow. Leichter. Okay. Ich habe da richtig viele XP gekriegt. 405. Ja. Wahnsinn, okay, Herz allerliebst. Exit Match und ja, meine lieben Freunde, und da sind wir wieder in der Garage angekommen. Das soll es erstmal gewesen sein von MechWarrior Online. Mach mal deine Meinung erstmal zu dem Spiel. Ja, also ich find's jetzt nicht so pralle, muss ich ehrlich sagen. Ich find's zwar okay, das ist so ein bisschen wie was habe ich gesagt hier, dieses Panzerspiel, also hier World of Tanks, genau, ist, aber ich muss ehrlich sagen, mit den Mechs komme ich nicht so ganz klar. Also von der Steuerung schon, aber ich finde es ein bisschen unübersichtlich, das Spiel, vom Spielgefühl her. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich jetzt den wirklich gehittet habe, den Feind. Dieses Feedback kommt mir nicht so gut rüber. Und am Anfang ist man erstmal total überfordert von dem ganzen Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir so geht. Ja, ich bin immer noch total überfordert. Genau. Also ich gucke mir die Menüs an, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade mal rausgefunden beim MechLab, dass du da ein paar Waffen reinziehen kannst in den Mech und ein bisschen austauschen kannst. Das habe ich mal so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss auch sagen, die Steuerung ist blöd und ich find's doof, das Spiel. Ganz ehrlich, bin ich ehrlich. Weiß nicht, klar, also ich sehe, wenn ich die Leute erwische, weil ist ein Matchmarker. Hast du dann rotes Fadenkreuz, falls du nicht mitbekommen hast? Ja, das meine ich nicht. Ich meine, ob du wirklich Schaden gemacht hast oder nicht. Und das Feedback oben rechts mit diesen einzelnen Bereichen vom Mech ist zwar schön gemacht, aber mir sagt's nicht viel. Vielleicht sehe ich das halt auch nur so, weil ich kein Mech-Fan bin. Ich weiß nicht, wie es bei Leuten ist, die auch früher schon Mech-Spiele gespielt haben, die jetzt das quasi so als Comeback sehen, keine Ahnung, weiß nicht, weil lange Zeit ja kaum Mech-Spiele, glaube ich, kam. Für die ist es vielleicht was Geiles, ne? Kann ich nicht beurteilen, weil ich halt nicht so ein Mech-Fan bin. Naja. Aber ja.
Da würde ich sagen, reichen zwei Parts vollkommen aus für dem Spiel. Genau, und jetzt habt ihr so den ersten Eindruck mal, ne, wie das Spiel so ist. Ist kostenlos, könnt ihr euch bei Steam einfach kostenlos runterladen, wenn ihr euch wenn ihr das spielen wollt. Richtig, aber ich glaube, dann kostet es was, weil du musst ja drin diesen Mac kaufen dann, oder hast du da unten dieses... Nein, es ist komplett kostenlos alles. Ja, du kannst alles freispielen. Ja, das ist wie bei World of Tanks. Und was ich auch noch blöd fand, war mit dem R, dass du immer R drücken musst, um deinen Gegner anzusetzen. So ein Quatsch, so ein Nonsens. Ich will draufballern. Ist Geschmackssache. Wie gesagt, ich gehe von aus, dass, weil es auch so ein bisschen Simulationsfaktor hat, Charakter, weil du ja auch den Turm nicht gleichzeitig mit den Füßen steuerst, sondern so ein bisschen getrennt voneinander. Sieht man hier auch gerade bei dem Mech, den ich hier gerade in der Garage habe, ganz schön. Na, da ist in der Mitte so ein Drehding. Gehe ich einfach von aus, dass es daran liegt. Okay, gut, dann würde ich sagen, bist fertig. Ich will dich fertig. Okay, also, das war nicht so pralle. Wir sehen uns dann beim nächsten Angezockt wieder. Ich denke mal, da wird auch dann Rivalo wieder am Start sein. Beim Multiplayer angezockt. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Jo, ciao.